Also außer... Man muss den Frontalen ansprechen. Ich glaube, das war egal, oder? Was ist hier los? Guten Tag. Und zack, ich schreibe immer mehr. Und mit dir? Guten Tag. Hier kann man die Magnus Schwertfieber von Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteuer zu unserem Preis von 200. Ja, ist okay. So. Gehen wir mal raus und rein. Also, was war das hier? Magnus Schwertfieber Band 1. So, Teil 2. Willst du es lesen? Ja. Magnus Schwertfibel Band 2, das Item des Jahres. Du, als Abenteurer, kennst sicher schon Wesen, die an Wänden entlang krabbeln. Sie feuern elektrische Blitze ab, die dich unter Strom setzen. Hast du schon ein paar deiner Items ausprobiert? Abenteurer, bleib aufrecht. Der Bogenmarang ist die Lösung. Weiterlesen. Was tun, Meister Magnus, wenn ein Gegner dein Schild klaut? Dann verzage nicht, erkämpfe mit dem Schwert dein Schild zurück. Und weiter. Die 8 Wunder von Hyrule 2. Achso, die 8 Wunder von Hyrule 2. Der Spiegelschild. Mit ihm lassen sich gegnerische Strahlenattacken zurückschleudern. Welch wundersamer Schild, so zumindest wird erzählt. Ja, total toll im Spiel. Gehabt dich wohl, werter Leser. Dies war der zweite Band. Ich erhielt einen Leserbrief, den ich gleich beantworten möchte. Woran erkennt man einen wahren Schwertkämpfer? An der Haarpracht. Das erklärt einiges. Der nächste Band wird Band 3 sein. Wohlauf. Könnt ihr bestellen? Nur für mich nur Bücherlieferung ankommen, aber sonst. Könnt ihr sie bestellen? Guten Tag. Hier kann man Magnus Schwertfibel von Meister Magnus bestellen. Ja, dann, ne? Her damit. Hier kann man halt auch Geld ausgeben, so ein bisschen, bis man halt hier alles zusammen hat. Magnus Schwertfibel Band 3. Will ich lesen. Sonst hätte ich es nicht gekauft. Magnus Schwertfibel Band 3, kopflose Knochengerüste. Du, als wagemutiger Abenteurer, wirst wackelnden Skeletten begegnen. Bei diesem bedarf es einer ausgefeilten Taktik, denn sie sind ständig in Bewegung und werfen mit Knochen. Doch damit ist ab heute vorbei. Der Kopf ist ihr Schwachpunkt. Man verwendet zunächst den Wirbelstab und dann den magischen Krug. So löst sich der Kopf des Skeletts ab. Es ist blind. Ja, und weiter? Was tun, Meister Magnus? Diese Bob-Oms. Greifst du sie an, rennen sie wild umher und explodieren dann. Doch du kannst sie mit einem einzigen Pfeil besiegen. Doch mit dem magischen Krug ansaugen und abfeuern. Also, oder, nicht doch. Volle Kanone. Okay, weiter. Die 8 Wunder von Hyrule 3. Der Lichtbogen. Die Pfeile durchbohren sogar Büsche und fast alle Gegner. Das ultimative Item. Seine Existenz ist allerdings nicht gesichert. Weiterlesen. Gehab dich wohl, werter Leser. Wieder erhielt ich einen Leserbrief. Wie viele Geschwister hast du? Ich bin älteste von 10 Brüdern. Freu dich schon auf den nächsten Band. Band 4. Alles klar. Wir haben aber einen Lichtbogen schon, das ist schon mal gut. Ich bin mir nicht sicher, was für einen Bogen wir haben, aber so ist okay. Guten Tag. Wie mehr kann ich noch nicht? Geht wahrscheinlich erst, wenn ich hier die anderen... Ach doch, geht. Vorher 200, jo, letzten 200, die ich jetzt dafür über habe. Gehen wir nochmal raus und rein. Und da ist Band 4. Magnus Schwertfibel Band 4. Willst du lesen? Jo. Misst dich mit den Mächtigen. Bist du schon eine Kreatur begegnet, die glänzt wie Gold? Sie erscheint nur selten, wenn ganz bestimmte Fragmente vereinigt wurden. Sie ist unvergleichlich stark, doch sie lässt etwas Wertvolles fallen, wenn du sie besiegst. Lass dir diese Chance nicht entgegen. Okay. Weiter. Was tun, Meister Magnus? Die Käferstachis voller Stacheln. Der stachelige Panzer ist gegen Angriffe mit dem Schwert immun. Rammen sie deinen Schild, dann fallen sie auf den Rücken und sind hilflos. Du kannst sie auch mit dem Wirbelstab umkippen oder mit Bomben. Oder versuche es mit der Sturzattacke. Höchst informativ, nicht wahr? Die Sturzattacke kann ich glaube ich noch nicht, oder? Die 8 Wunder von Hyrule 4. Fernzünderbomben. Es gibt Bomben, die explodieren genau dann, wenn du es willst. So sagt man jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Okay.
Ja, miau. Gab dich wohl, Wetterleser. Ich machte vor kurzem eine Reise zur London Farm. Magnus der Erste soll einst eine Kuh mit bloßen Händen besiegt haben. Dies erscheint mir nicht wirklich erstrebenswert. Kühe sind schließlich keine echten Gegner. Der Folgeband wird Band 5 sein. Wohlauf. Okay. Jetzt bräuchte ich halt dafür erstmal Geld, ne? So, was ist hier? Fragmente verein? Nein, tschüss. Kann natürlich sein, dass wir noch Fragmente verein müssen mit irgendwelchen Minisch, die hier in den Löchern und so sind. Guten Tag. So, du teilst mal die Flasche? Nee, jetzt nicht. Ach so, komm jederzeit vorbei. Oh, mal gucken. So, du auch nicht? Oh, du hast das Buch zurückgegeben. Ja, damals. Hatten wir aber, meine ich schon. So, mit euch hier jemand. Einer zum Vereinen. Nein, dann nicht. Bei Emin konnte man doch auch einsehen, wie viele Fragmente man noch braucht, oder? Noch hat. Wir geben einmal ein paar Muscheln aus. Weil, warum nicht? So. 58 Muscheln, jo. Zieh. Ein Corona. Das Ganze machen wir so ein bisschen, damit wir erstmal wieder keine Muscheln haben. Nein, wir dürften jetzt nur, keine Ahnung, einen Klecks haben, so gefühlt. 275 noch, also wir hatten tatsächlich über 300. Aber, das ist ja auch nicht schlimm. Kann man ja mal sein. Über 300. Pulsmäßig und so. Vielleicht nicht gesund, aber kann man mal machen. Das war Magnus mit seinen Brüdern. Ein komischer Kauz. So. Dann gib mir her das gute Zeug. Nochmal 60 Muscheln. Man wird ja echt so ein bisschen muschelarm, ne? Muschel nuschel ich mir einzuringen. Das kann ich. So, die wahrscheinlich letzte Runde. Obwohl. Weiß ich gar nicht, ich habe nicht mitgezählt. Oder vielleicht doch nochmal eine oder so. Ich habe nicht mitgezählt. Das ist mein Fehler. Das war der tolle Rachen. Nicht so toll wie die komischen Rachen in Demon's Souls. So, das müsste dann aber erstmal gewesen sein. Kann mir nicht vorstellen, dass ich noch mehr Zeug habe. Der Bigoron. Legendäre Gorone, der größer ist als ein Berg. Den werden wir auch noch kennenlernen. Wo auch immer diese Riesenfigur jetzt da irgendwo in das Regal reinräumt, ne? Ich hab keine Ahnung. Ups. Hey, was machst du hier draußen? Geh schnell nach Hause. Ich wollte nur mal nach den Leuten hier sehen. Hier haben wir alle schon. So, vielleicht können wir beim Bürgermeister rein oder so. Der hat definitiv nichts.
hier. Ach so, das sind wir in der Schule. Ah! Mir hatte gerade im Kopf, dass die Schule da irgendwo weiter oben ist. Aber gut. Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Wenn die Kinder zu Hause sind, müssen auch wir nach Hause gehen. Das ist die richtige Einstellung. Oh, so, sagt sekundäre Lehrerin. Geht schnell nach Hause. Jetzt? Aber ich will doch nicht nach Hause. Ich will die Weltherrschaft an mich reißen. Das Übliche. Oh, dieses Kind. Boah, Kind, ey, friss mal weniger Kinderriegel. Hol dir lieber einen Apfel, damit du abnimmst, damit ich an dich vorbei kann. Mann. So, gehen wir hier rein. Vielleicht willst du? Nein. Aber hier will auch niemand. Oh, das ist doch zum Mäuse melken. Du? Nein. Hier komme ich auch nicht so runter. Oh. Aber hier kann ich runter. Da sind ja auch noch zwei NPCs. Drei, vier. Hier kann ich nicht reden. Du auch nicht. Seid aber auch alle nicht gesprächig hier. Wie können die nur? Ich würde sagen, die machen es einfach. So, da war ich jetzt gerade drin. Jetzt hier auch einen normalen Ausgang gegeben. So, nee, das ist das. Ich bin verwirrt. Also Dauerzustand letztendlich, aber ich bin erfolgreich verwirrt. So, was ist hier los? Nix. Da steppt kein Bär. Hier ist einfach nichts los. So, und du, Wuffi? Vielleicht. Oh, wenn ich mich kleiner mache. So. Aber der Hund will auch nicht. Warum nicht? Als Hund kann man auch locker mal so ein Fragment irgendwie mal wieder mitnehmen und so. Das muss doch echt im Bereich des Möglichen sein. Aber anscheinend nicht. Du? Nein. Du? Nein. Der Geist, wenn der weggeht? Nein. Okay, dann benessen wir es jetzt nochmal. Benessen? Was? Was wollte ich sagen? Nicht benessen, benutzen. Irgendwas wollte ich mit benutzen sagen. Es ist spät, ich bin müde, okay? Vielleicht sollte ich auch einfach aufhören und schlafen gehen. Aber nee. Das wäre zu einfach. Irgendwas wollte ich doch gerade. So, irgendwie wollte ich hin. Hm, ist weg. Ist einfach weg. Ach ja, genau. Zu ihm wollte ich hin. Die wollen natürlich nicht. Warum denn auch? Ich würde auch nicht wollen, wenn ich die Wahl hätte. Moment, ich habe die Wahl. Egal. Bäckerei, will hier vielleicht mal jemand? Du nicht. Sind wir auch noch nicht als kleine Minisch irgendwie rumgelaufen, aber wir hatten auch noch nicht die Möglichkeit dazu. Nein, ich will das Ding nicht. Nein. Nein. Nein, danke. Vielleicht hier drin? Dann gehen wir doch nochmal zum Schwertmeister. Wir haben doch jetzt hier die Fähigkeit zu springen. Na du, dieser Mantel. Und du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja. Yeah. So sei es. Ich werde dich nun die Technik der Sturzattacke lehren.
ziehe den Greifenmantel an, rüste dich mit dem Schwert aus, spring hoch in die Luft, zücke das Schwert am höchsten Punkt des Sprungs. Es ist verbracht. Hast du verstanden? Ja. Höchst erfreulich, dass dein Verstand so schnell arbeitet. Doch Schwerttechniken muss man den eigenen Körper erlernen. Darum mache ich dich jetzt zu einer Marionette durch die Marionettentechnik. Denn ich bin Meister Magnus, der Dröfzigste. Da 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 da. So, nun versuche es selbst. Zieh den Greifmatter an und dann mit dem Schwert und go. Easy, gar kein Problem, kriegt selbst ich. Sehr gut. Ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du deine Schwerttechnik mal vergessen hast und so. Hä? Hast du noch was? Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Jetzt kommt es darauf an, dass du die Technik selber weiterübst. Okay. So. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Schwertmeister, die wir aufsuchen müssen. Aber das und vieles mehr machen wir dann tatsächlich erst in der nächsten Folge, nachdem ich dann irgendwie ausgeschlafen habe. Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Ja. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.